So, dann fangen wir mit Erik Töpfer an und hoffen, dass das mit dem Jitsi alles funktioniert. Erik, bist du da? Hörst du uns? Genau. Okay. Die Bühne ist deine. Okay, ja, hallo. Ich weiß nicht, was Sebastian oder Ipan gerade schon gesagt hatte, weil mein Rechner hier kurz abgeschmiert ist. Genau, also ich bin Mitarbeiter am Deutschen Institut für Menschenrechte, beschäftige mich da seit einiger Zeit mit dem Thema Polizeibeschwerdestellen oder der Kontrolle von Polizei, aber auch Kontrolle von Geheimdiensten und anderen Themen im Feld innere Sicherheit. Und heute hat mich dankenswerterweise die digitale Gesellschaft angefragt, was über die künftige Polizeibeschwerdestelle in Berlin zu erzählen. Und ich will das... sozusagen mal in mich nicht nur ausschließlich auf die Polizeibeschwerdestelle hier in Berlin konzentrieren, sondern das ein bisschen weiter kontextualisieren. Ich höre hier leider ein Echo, kleinen Moment mal. Okay, also neue Kontrolle der Polizei, die künftige Berliner Polizeibeauftragtenstelle. Vielleicht kurz noch, einfach nochmal zur Erinnerung, wozu überhaupt Polizeibeschwerdestellen? Das ist in Deutschland ja eine lange Diskussion, die wir im Prinzip seit Mitte der 60er Jahre gibt es die und ist dann in den 70er Jahren durch Bürgerrechtsbewegungen immer lauter geworden, dass man sagte, es soll sowas geben wie unabhängige Polizeibeschwerdestellen. Ursprünglich, denke ich, ist das gekommen aus der Forderung, dass man sagte, es soll unabhängig ermittelt werden bei Misshandlungsverdacht oder bei Todesfällen, beispielsweise im Polizeigewahrsam oder polizeilichen Todesschüssen. Das heißt, da ging es um eine strafprozessuale Aufarbeitung von Vorwürfen gegen die Polizei. Also da sollte sozusagen nicht Polizei gegen Polizei ermitteln, sondern die Idee ist die, dass eben unabhängige Ermittler und Ermittlerinnen praktisch dann auf den Plan treten, wenn es praktisch Verdacht gegen die Polizei wegen rechtswidriger Gewalthandlung gibt. Das hat sich dann, würde ich sagen, ist praktisch diese Forderung noch erweitert worden im Laufe der Jahre, insbesondere dann durch die Diskussion um Racial Profiling, die wir ja seit 2012 verstärkt haben, aber natürlich auch durch solche Erfahrungen wie die mit den voreingenommenen Ermittlungen bei den Ermittlungen wegen der NSU-Morde, die ja dann praktisch auch Angehörige der Opfer betrafen, sodass also in dem Kontext inzwischen auch stark der Ruf ist nach einer Untersuchung von Vorwürfen rassistischer Diskriminierung oder dem, was man häufig institutionellem Rassismus nennt, dass also auch dafür die Annahme, die ist, dass praktisch da die existierenden Kontrollmechanismen nicht ausreichen, um sowas ins Auge zu fassen und deswegen ist da praktisch auch unabhängige Untersuchung braucht. Und jetzt ist natürlich in den letzten Jahren auch verstärkt hinzugekommen, dass also gesagt wurde, man sieht es, dass es offensichtlich rechtsradikale Netzwerke innerhalb der Polizei gibt und auch da gesagt wird, also das braucht praktisch auch nochmal eine unabhängige Untersuchung. Das heißt, das, was eigentlich die Erwartung an solche Polizeibeschwerdestellen ist, ist relativ breit. Und ich will jetzt mal gucken oder zeigen, was gibt es eigentlich in Deutschland bislang und dann am Abschluss und das dann praktisch am Beispiel Berlin nochmal vertiefen, um dann am Ende nochmal kurz die Frage zu diskutieren, wozu sind eigentlich diese existierenden Stellen im Allgemeinen und eben diese Berliner Stelle insbesondere, wozu, was kann man von denen eigentlich erwarten? Hinsichtlich dieser ursprünglichen Frage, wozu oder wogegen sollen Polizeibeschwerdestellen dann eigentlich zum Einsatz kommen. Auch in die Polizeibeauftragtenstellen oder Polizeibeschwerdestellen in Deutschland, man hat in Hamburg schon mal Ende der 90er Jahre ein kurzes Intermezzo gehabt, da gab es die sogenannte Hamburger Polizeikommission. Das war ein Gremium von im Wesentlichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die eingesetzt worden sind, um Beschwerden gegen die Polizei zu untersuchen und praktisch auch auch Empfehlungen für strukturelle Reformen zu machen. Diese Polizeikommission ist dann von dem rechtslastigen Innensenator Roland Barnabas Schill sozusagen abgewickelt worden und seitdem gibt es auch in Hamburg praktisch nichts Vergleichbares. Wir haben dann aber jetzt seit 2014
gibt es sogenannte Polizeibeauftragte, die zuerst in Rheinland-Pfalz eingerichtet wurden, dann in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Das sind Stellen, die in der Regel in Personalunion mit Bürgerbeauftragtenstellen geschaffen werden oder geschaffen worden sind. Das heißt, es gibt praktisch Bürger, gab oder ist praktisch gleichzeitig geschaffen worden, Bürgerbeauftragtenstellen, die eben grundsätzlich die Menschen in dem Bundesland bei Konflikten mit der Landesverwaltung unterstützen sollen. Und die haben dann eben noch eine zusätzliche Funktion, nämlich die Funktion des Beauftragten oder der Beauftragten für die Landespolizei, sollen also insbesondere dann eben auch die Menschen in dem Land bei Konflikten mit der Polizei unterstützen. Diese Stellen, ich habe dahinter stehen, in Klammern Ausnahme Bremen, komme ich gleich noch zu, weil Bremen inzwischen auch ein Gesetz hat zur Einrichtung eines sogenannten Polizeibeauftragten. Bremen ist das einzige Bundesland, wo das eben wirklich nur eine Polizeibeauftragtenstelle ist, ohne gleichzeitig Bürgerbeauftragtenstelle mit einem breiteren Mandat zu sein. Alle diese Stellen sind Hilfsorgane der Landtage, die eben die Landtage bei der parlamentarischen Kontrolle der Polizei unterstützen sollen. Die Leitungspositionen werden durch die Landtage bzw. in Berlin durch das Abgeordnetenhaus gewählt, mehrheitlich gewählt, mit unterschiedlich langen Amtszeiten. Und sie sollen immer den Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern und auch Nichtdeutschen und der Polizei fördern. Das heißt, sie haben primär eine Mediationsfunktion. Möglich sind auch Eingaben durch Polizistinnen und Polizisten, die sich praktisch an die Stellen wenden können, wenn sie sich zum Beispiel von Vorgesetzten ungerecht behandelt fühlen oder Ähnliches. Befugnisse sind unterschiedlich ausgestaltet, komme ich für Berlin noch dazu. Teilweise ist es in Rheinland-Pfalz beispielsweise so, dass diese Stellen nur den Sachverhalt aufklären können, indem sie sich Auskunft durch das Innenministerium erbitten. Und das ist dann in der Regel so, dass man sich da, also dass da jetzt, sage ich mal, nicht besonders viel bei rauskommt, weil das Innenministerium also selten da schwerwiegende Dinge zu beanstanden hat, sondern also sagt oft, in der Regel eigentlich sagt, da ist alles okay gelaufen. Und das findet sich dann auch in den Berichten dieser Polizeibeauftragten mit eben den geringen Untersuchungsbefugnissen wieder. Das Leistungspersonal in den Stellen, in den drei, sage ich mal, bei den drei Polizeibeauftragtenstellen, wo die inzwischen arbeiten, sind in der Regel ehemalige Landtagsabgeordnete oder Mitarbeitende der Landesbürokratie. Und diese Stellen haben häufig eine sehr geringe Personalressourcen. Ich schreibe hier 1 bis 2 Personen. Das bezieht sich dann auf den Stab der Leute, die für diese Funktion der Polizeibeauftragten arbeiten. Also das heißt, diese Bürgerbeauftragtenstellen, da arbeiten mehr Leute für, aber da sind meist nur 1 bis 2 Leute, die praktisch diese Funktion des Polizeibeauftragten als Sachbearbeiter oder Referentinnen mit, sag ich mal, Leben füllen. Und es ist in der Regel eigentlich auch polizeinahes Personal, also Leute, die vorher bei der Polizei oder beispielsweise an Polizeihochschulen gearbeitet haben. So, jetzt zum Bürger- und Polizeibeauftragten in Berlin. Ich sagte es schon, dass inzwischen es auch ein Gesetz in Bremen gibt und eben in Berlin und in Hessen. Das waren jetzt sozusagen im letzten Quartal 2020, haben diese drei Länder eben auch Gesetze über die Einrichtung von Bürger- und Polizeibeauftragten bzw. Polizeibeauftragtenstellen, wie es eben in Bremen der Fall ist, verabschiedet. In Brandenburg gibt es Pläne, sowas zu tun. Also vermutlich wird da dieses Jahr noch ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. In Berlin hat es eine lange Vorgeschichte. Es gab bereits 2016 einen Gesetzentwurf der damaligen Oppositionsfraktionen, Grüne, Linke und Piraten. Und als dann Rot-Rot-Grün an die Macht gewählt wurde, wurde im Koalitionsvertrag von November 2016 vereinbart, dass man einen Bürger- und Polizeibeauftragten oder eine Bürger- und Polizeibeauftragte nach dem Vorbild des Landes Rheinland-Pfalz einrichtet. Und dann hat es also gut 3 Jahre gedauert, bis am 2. Dezember 2020 sozusagen dieses Gesetz über den oder die Bürger- und Polizeibeauftragte in Berlin verabschiedet wurde. Die Person soll durch das Abgeordnetenhaus, also durch die Mehrheit der Abgeordneten im Abgeordnetenhaus, für 7 Jahre gewählt werden. Die Wahl steht noch aus, noch sucht man also nach einer Personalie. Und
der oder die Bürgerbeauftragte soll die Stellung des Bürgers oder der Bürgerin im Verkehr mit den Behörden stärken. Das bezieht sich also auf die Funktion des Bürgerbeauftragten, wo es also grundsätzlich um Konflikte mit der Landesverwaltung geht. Und dann gibt es eben diese spezielle Funktion Polizeibeauftragter. Die soll, so heißt es im Gesetz, das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgern und Bürgerinnen und der Polizei stärken. Er oder sie unterstützt die Bürger und Bürgerinnen im Dialog mit der Polizei und wirkt darauf hin, dass begründeten Beschwerden abgeholfen wird. Bei diesen Beschwerden, das kann jede Person sozusagen, kann Beschwerde einreichen aus, sag ich mal, folgenden Gründen. Es kann einmal ums persönliche Fehlverhalten einzelner Polizeidienstkräfte gehen. Das heißt, es geht um Polizeibeamtinnen und Beamten, aber auch um Angestellte im Polizeidienst. Oder wenn man sagt oder meint, dass praktisch eine polizeiliche Maßnahme rechtswidrig war, dann kann man sich auch an diese Stelle wenden. Und man kann sich aber auch an die Stelle wenden, wenn man, wenn eben Betroffene denken, dass sie mittel- oder unmittelbar durch institutionell ungerechtfertigt benachteiligt wurden. Also das heißt, da geht es dann um praktisch den Diskriminierungsvorwurf an die Polizei. Und die dann eben nicht sozusagen in einem individuellen Fehlverhalten eines einzelnen Beamten oder einer einzelnen Beamten begründet sein muss, sondern eher strukturelle, institutionelle Ursachen haben kann. Und daneben, ich sagte das, und das gilt sozusagen grundsätzlich für die Polizeibeauftragtenstellen in Deutschland, können sich eben auch Polizeidienstkräfte mit Eingaben an diese Stelle wenden. Wie gesagt, es kann um Dinge gehen, wie ich fühle mich bei einer Beförderung nicht berücksichtigt oder ich bin auf eine Dienststelle versetzt worden, ohne dass das, persönliche, schwerwiegende persönliche Belange bei berücksichtigt worden sind. Oder ich werde gemobbt, rassistisch gemobbt beispielsweise, gab es ja auch durchaus Fälle an Berliner Polizeiausbildungsstellen. Oder ich bin auch als Polizeibeamter Zeuge irgendwie eines Vorgangs geworden, wo ich denke, da hat es schwerwiegende Vorfälle gegeben, in die Kolleginnen oder Kollegen von mir involviert waren. Auch dann kann ich mich mit so einer Eingabe an den oder die Polizeibeauftragte wenden. Die Regeln finden Anwendung auf alle Polizeidienstkräfte des Landes Berlin und auch auf Polizeidienstkräfte anderer Länder oder des Bundes, aber nur, wenn diese Amtshandlung auf Anforderung oder mit Zustimmung des Polizeipräsidenten vornehmen. Das heißt also beispielsweise, wenn der Polizeipräsident in Berlin bei Großlagen wie Demonstrationen oder Fußballspielen sozusagen Unterstützung aus anderen Bundesländern oder durch die Bundespolizei anfordert, dann würden die sozusagen Vorgaben dieses Gesetzes auch Anwendung auf die Dienstkräfte dieser anderen Einheiten finden. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die Vorgaben nicht Anwendung finden auf Angehörige der Bundespolizei, die im Land Berlin Dienst tun, die in eigener Zuständigkeit handeln. Das heißt also, die beispielsweise in der S-Bahn oder an Bahnhöfen der Deutschen Bahn Kontrollen durchführen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes. Das ist also sozusagen eine Sache, für die wäre der oder die Polizeibeauftragte in Berlin nicht zuständig. Möglich sind auch anonyme Beschwerden oder Eingaben. Die müssen spätestens nach 6 Monaten eingehen und müssen durch den oder die Polizeibeauftragte geprüft werden, wenn eine nicht unerhebliche Rechtsverletzung bzw. ein innerdienstliches Fehlverhalten möglich scheint. Das soll sozusagen eine Schwelle definieren, dass also praktisch diese Stelle nicht mit, sag ich mal, Bagatellen geflutet wird. Und das ist durchaus ein Problem, was man in anderen Bundesländern sieht, dass es da also teilweise recht, mitunter relativ banale Dinge gibt, mit denen die beschäftigt werden, wo man also sagen muss, das ist sicherlich auch ganz da um Dinge gehen, die zu bearbeiten sind, aber es ist praktisch nicht das, was, sag ich mal, ursprünglich die Intention war, als die Einrichtung solcher Stellen gefordert wurde. Also da geht es nicht in der Regel eigentlich nicht um maßliche Polizeigewalt oder schwere Diskriminierung oder so, sondern da geht es dann oft auch um so Dinge wie, dass sich Bürger oder Bürgerinnen beschweren, weil sie der Meinung sind, dass die Polizei ihre Anzeige wegen einer Ruhestörung nicht mit entsprechendem Nachdruck nachgegangen ist. Wichtig ist, dass die Beauftragte auch von sich aus tätig werden kann. Das heißt, wenn beispielsweise oder woanders Erkenntnisse herkommen, dass praktisch es irgendwo ein Problem gibt innerhalb der Polizei, dann kann sie praktisch auch
sie oder er auch da tätig werden und praktisch so einen Vorgang untersuchen. Die Stelle hat Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte auf Verlangen. Das kann aber vom Innensenat oder dem Innensenator oder einer eventuellen Innensenatorin bei laufenden Straf- oder Disziplinarverfahren verweigert werden. Und die Auskunftsrechte sind gegenüber einzelnen Polizeibeamtinnen oder Beamten dann begrenzt, wenn die, wie es letztlich auch in jedem Strafprozess gilt, sich damit selbst belasten oder Angehörige belasten würden. Also auch dann dürfen die sagen, nein, ich möchte keine Auskunft geben. Und es können auch auf Ersuchen bei der Innensenatorin oder dem Innensenator Zutritt, sozusagen, man kann da um Zutritt zu Dienststellen ersuchen. Da muss man sagen, sind Gesetze in anderen Bundesländern ein bisschen weiter, weil es da also nicht dieses Ersuchen gibt, sondern in Schleswig-Holstein kann beispielsweise die Polizeibeauftragte Dienststellen betreten und kann sogar auch sozusagen dann allerdings in Absprache mit der Einsatzleitung bei Großlagen anwesend sein, also beispielsweise eine Art Demobeobachtung machen. Die Fälle selbst, und das ist jetzt wieder praktisch es geht um Dialog zwischen Bürger, Bürgerinnen, wie es so schön heißt in dem Gesetz, und der Polizei auf der anderen Seite. Es soll um eine einvernehmliche Erledigung von Angelegenheiten gehen. Dazu kann die Polizeibeauftragtenstelle Empfehlungen aussprechen oder der zuständigen Stelle Gelegenheit zur Abhilfe geben. In besonderen Fällen ist sozusagen Meldungen an den Innensenat zu machen. Und in begründeten Fällen ist es möglich, dass der Vorgang mit Einverständnis sozusagen der Betroffenen auch an die Staatsanwaltschaft oder die Vorgesetzten weitergeleitet wird, damit ein Straf- bzw. Disziplinarverfahren eingeleitet werden kann. Es sind jährliche Berichte an das Abgeordnetenhaus vorzulegen und über besondere Vorgänge ist unverzüglich der Innenausschuss zu unterrichten. Also man sieht, diese Ombudsperson, die es ja primär ist, hat ein weites Aufgabenfeld. Einmal, weil sie eben Bürgerbeauftragte und Polizeibeauftragte in einer Person ist. Ich habe ja sozusagen jetzt nur über diese Funktion Polizeibeauftragtenstelle gesprochen. Das heißt aber, da kann es sozusagen auch um Konflikte gehen, die Bildungsverwaltung betreffen, Sozialverwaltung etc. Das heißt, Polizei ist oder wird vermutlich dann, wenn die Stelle in Berlin ihre Arbeit aufnehmen, nur ein Teil, ein vermutlich kleiner Teil der Tätigkeit sein, was dann praktisch ja nochmal die Frage stellt, wie ist die Stelle ressourcenmäßig aufgestellt. Und sie ist schwerpunktmäßig eben Ombudsstelle. Das heißt, sie soll in Konflikten vermittelnd wirken. Das heißt, sie hat entsprechend begrenzte Befugnisse. Insbesondere hat sie eben keine straf- oder disziplinarrechtlichen Ermittlungsbefugnisse. Sondern kann die Erkenntnisse lediglich weitergeben an die Staatsanwaltschaft, wenn es jetzt beispielsweise um so einen Vorwurf geht, dass es da Körperverletzungen im Amt gegeben hätte. Und dann kann die Staatsanwaltschaft entscheiden, was sie mit den Erkenntnissen der Polizeibeauftragtenstelle macht. Vermutlich ist sie nach dem Legalitätsprinzip verpflichtet, ja Ermittlungen einleiten, ist dann aber wiederum auf die Polizei verwiesen, die dann eben da nochmal als Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft sozusagen ins Feld geht und ermittelt. Und das ist ein deutlicher Unterschied dieser Stelle hier in Berlin, aber auch der anderen Stellen, die es eben in Deutschland gibt, dass praktisch anders als es beispielsweise in Großbritannien oder Dänemark ist, wo es auch sogenannte Polizeibeschwerdestellen gibt. In Dänemark gibt es eine unabhängige Polizeibeschwerdebehörde. Die ist sozusagen sowohl für die Bearbeitung von Beschwerden zuständig, als auch für Ermittlungen, also auch für strafrechtliche Ermittlungen. Gibt dann allerdings auch da in Dänemark die Ergebnisse sozusagen an die Staatsanwaltschaft weiter, die dann entscheiden muss, ob sie Anklage erhebt oder nicht. Aber da gibt es sozusagen nicht noch den parallelen Strang polizeilicher Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft, sondern das ist dort ausschließlich Aufgabe dieser Polizeibeschwerdebehörde. Und das ist eben ein deutlicher Unterschied und ich denke, eine der maßgeblichen Schwächen, weil praktisch diese grundsätzliche Kritik an der mangelnden Unabhängigkeit der strafrechtlichen Ermittlungen in Deutschland durch die Schaffung dieser Stellen eben nicht aus dem Weg geräumt wird. Dann kann man sich nochmal fragen, Eingaben durch die Polizei. Also das hat natürlich das Potenzial, dass da Whistleblower aus der Reserve gelockt werden und über Missstände berichten. Aber es birgt auf der anderen Seite auch das Risiko, dass das passiert, was man so in der Politikwissenschaft Regulatory Capture nennt, nämlich dass solche Kontrollagenturen letztlich gekapert werden von den Institutionen oder Behörden, die sie eigentlich kontrollieren sollen.
Und wenn man sich, sage ich mal, die Erfahrungen in anderen Bundesländern anguckt, dann hat man schon den Eindruck, also dass die Stellen durch, sage ich mal, Wehwehchen aus dem Apparat doch ganz schön in Anspruch genommen werden. Und man sich fragen kann, also ob das jetzt wirklich, sage ich mal, der ursprünglichen Idee zumindest gerecht wird. Ressourcen, ich hatte es schon gesagt, ist die Frage, ist so eine Stelle überhaupt entsprechend mit Ressourcen ausgestattet, um, sage ich mal, Beschwerden nicht nur nach Aktenlage zu entscheiden? In Berlin ist es so, ich habe heute nochmal nachgefragt, ist jetzt eine Startfinanzierung für die Stelle mit 8 Mitarbeitenden angedacht und das betrifft sozusagen Bürgerbeauftragte und Polizeibeauftragtenfunktion, soll aber erst wirklich nur eine Startfinanzierung sein, die mittelfristig dann aufgestockt werden soll auf 25 Mitarbeitende. Aber auch das ist vermutlich für eine Stadt wie Berlin mit mehr als 3,5 Millionen Einwohnern und entsprechend durchaus erheblichen Konflikten zwischen Polizei und nicht uniformierten Menschen in dieser Stadt und eben zudem den ganzen anderen Aufgaben, die da wahrzunehmen sind, wird man sehen, ob die 25 Leute da ausreichen. Und die spannende Frage, die bislang eben noch nicht geklärt ist, wer macht den Job eigentlich, weil das ist natürlich eine politisch heikle Stelle, weil man einerseits mit erheblichen Erwartungen, sage ich mal, aus der Zivilgesellschaft konfrontiert ist, auf der anderen Seite mit erheblichen Erwartungen der Polizei. Man sitzt da also definitiv zwischen den Stühlen, braucht, denke ich, sage ich mal, gewisse Kenntnisse des Apparats, also muss Polizei einerseits auch von innen kennen, aber braucht natürlich auch eine Glaubwürdigkeit gegenüber eben Menschen, die eben Probleme mit der Polizei haben und die eben nicht die Hoffnung da verlieren, dass das praktisch parteilich geführte Ermittlungen sind. Also insofern wird, denke ich, in Berlin die spannende Frage sein, ob es gelingt, in Berlin jemanden für diese Stelle zu finden, die eben, sage ich mal, nicht besonders staatstragend sind, sondern praktisch einen entsprechenden kritischen Impetus gegenüber Polizei auch mit sich bringen, aber trotzdem auch, sage ich mal, die Kompetenz verfügt und das Wissen über Polizei, um da praktisch hinreichend vernünftig zu arbeiten. Gut, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, falls es Fragen gibt. Ja, vielen Dank. Ich mache hier das Bild wieder groß. So. Persönliche Einschätzung deinerseits? Du hast schon gesagt, es wird schwierig, jemanden zu finden. Genau, also wir werden es sehen. Also es ist natürlich eine politische Entscheidung, auch will man überhaupt jemanden, der praktisch, die Qualifikation mitbringt, die ich mir wünschen würde. Ist das politisch, also können sich die Koalitionsfraktionen darauf verständigen? Und die andere Frage ist natürlich auch, findet sich dann jemand, also ist jemand bereit, so einen Job auf sich zu nehmen? Weil ich glaube, dass das politisch natürlich durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das tatsächlich auch eine Ansprechstelle für die Polizei wird. Ist natürlich sinnvoll, also jetzt, wo du es sagst, klar, wenn es Whistleblower gibt oder wenn es einfach nur Beschwerden innerhalb der Polizei gibt, ist das natürlich im Moment ein riesengroßes Problem, weil wir haben ja in den Nachrichten mitgekriegt, dass das nicht immer korrekt weitergeleitet wird oder dass auch Leute da einfach Angst haben, da irgendwie auszupacken, denke ich. Genau. Also insofern wird es spannend sein, was das eigentlich bedeutet. Also ich sag mal, von dem, was man aus den Jahresberichten der existierenden Polizeibeauftragtenstellen in den anderen Bundesländern, also Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kennt, wobei wir auch nicht immer klar ist, ob die Einzelfälle, die dann da beispielsweise schildern, repräsentativ sind und nicht vielleicht, sage ich mal, die politisch heiklen Sachen sogar ausblenden. Aber da scheint es mir eher so, dass es Dinge sind, wo ich mich mitunter wundere, warum sich da nicht der Personalrat drum kümmert. Da waren es bislang oder so habe ich zumindest bislang in den Tätigkeitsberichten jetzt nicht entdecken können, wo es, sag ich mal, um ähnlich problematische Dinge gibt wie ein rassistisches Mobbing an einer Polizeiausbildungsstätte oder eben problematische oder rassistische oder rechtsradikale Äußerungen in irgendeiner Dienstgruppe oder so. Insofern muss man mal gucken, aber ich denke, zumindest das Potenzial ist da. Ja, und gut, 7 Stellen ist ein Anfang, 25 ist vielleicht etwas realistischer. Aber da kommen ja schon richtig Aufgaben auf die Leute zu.
Also wenn ich überlege, wenn es um irgendwelche Räumungen jetzt geht oder um irgendwelche Demonstrationen, Gegendemonstrationen, könnte ich mich da jetzt theoretisch als Bürger beschweren, wenn ich sage, da ist wieder eine von diesen Demos durch die Stadt gezogen, wo kein Mensch eine Maske getragen hat, warum hat die Polizei nichts gemacht? Könntest du machen. Und man hat also auch das, man muss natürlich schon sehen, also das, ich glaube, die Klientel oder die zivilgesellschaftliche Klientel, die sich praktisch die Einrichtung so einer Stelle gewünscht hat, wird natürlich auch sehen, dass man es da auch mitunter mit verblüffenden Beschwerden zu tun hat. Also die rheinland-pfälzische Beauftragtenstelle, die hat zum Beispiel im letzten Jahr Beschwerden von Bürgern bearbeiten müssen, die in Kandel eher, sag ich mal, mit den Rechten auf der Straße waren und sich dann praktisch über die Polizei beschwert hat, weil die sie, sag ich mal, nicht hinreichend gut abgeschirmt hat von antifaschistischen Gegenprotesten. Also was nochmal zeigt, eben in was für einer Gemengenlage sich so eine Stelle da bewegen wird. Das heißt, im Zweifel sitzen die nicht nur zwischen zwei Stühlen, sondern haben die Demonstranten, die Gegendemonstranten und noch Beschwerde aus der Polizei, die ja dazukommen. Ja. Okay, das wird spannend. Also ich fand prinzipiell, die Idee ist längst überfällig. Natürlich, dass es eine Kontrollinstanz gibt, die nicht innerhalb des Innenministeriums oder der Polizei sitzt. Aber das wird sicher Probleme mit sich bringen. Aber ja, wir sind gespannt. Wann ist es in Berlin soweit? Wie gesagt, also es ist wohl jetzt so, dass praktisch die Verhandlungen über die Personalie laufen, sollten eigentlich schon abgeschlossen sein, ist wohl Corona-bedingt ein bisschen verzögert. Und die Hoffnung ist jetzt wohl, dass man sich im Laufe des Frühjahrs auf eine Personalie einigen kann und halt auch die Hoffnung, dass man jemanden findet, der dann auch Ja sagt. Also nicht nur, dass man sagt, ja, wir hätten da jemanden, auf den alle drei Parteien sich verständigen können, sondern dass man dann auch jemanden findet, der sagt, oh ja, ich bin bereit, das zu machen. Aber ich rechne schon damit jetzt, dass vor Ende der Legislaturperiode in Berlin dann auch jemand irgendwie das Amt antreten wird. Und einigen heißt, das wird dann müssen sich die amtierenden Parteien im Senat einigen. Genau, also es ist so praktisch, diese Beauftragtenstelle wird mit der Mehrheit der Abgeordneten gewählt. Das heißt, in dem Fall müssten es die drei Fraktionen der rot-rot-grünen Koalition sein, die sich da verständigen müssen. Es reicht eine einfache Mehrheit. Genau. Abgewählt werden kann die sozusagen dann nur mit einer Zweidrittelmehrheit, aber um jetzt jemanden zu finden, reicht sozusagen die Koalitionsmehrheit. Ja. Ja, vielen Dank. Gibt es noch irgendwelche Links, die du empfehlen kannst für weitere Informationen, wenn die Leute noch ein bisschen sich einlesen möchten? Würde ich in den Chat posten, ja? Während ja, die anderen vielleicht. Wir packen das jetzt dann einfach irgendwie in unserem Blog unter deinen Talk. Ach so, oder schicke ich, also ich weiß nicht, muss die Leute, jetzt nicht die jetzt zuhören sein, sehen. Packen wir dann einfach irgendwie mit in die Aufnahme rein. Alles klar, ja, schicke ich euch. Alles klar. Gut. Dann sage ich vielen Dank und noch einen schönen Abend. Ja, danke. Au. Tschüss.